Das weiß natürlich auch Frau Wuttig, Ramona Wuttig aus Erfurt. Ja. Wie zeitgemäß ist dieser Unvereinbarkeitsbeschluss noch? Naja, theoretisch immer noch gültig und immer noch verständlich in meinen Augen, da ich nicht glaube, dass mit der Linken eine sinnvolle Politik gemacht werden kann aus der Sicht der CDU, weil ich nicht denke, dass es viele Punkte geben wird, in denen sie sich einig werden. Und Jens Friedrich aus Kala, schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, wunderbar. Schön, freut mich. Unvereinbarkeitsbeschluss. Wir haben gerade die Genese nochmal aufgerollt. Braucht sie noch? Taugt der noch? Wie realistisch ist es noch, nach solchen Vorgaben zu arbeiten? Ja, die Schwierigkeit besteht sicherlich darin, öffnet man sich in eine Richtung. Man hat jetzt in Thüringen ja erlebt, dass die Rot-Rot-Grün, also dass die Linke hier gut auch gearbeitet hat. Die Frage, an wen möchten Sie die richten? An den Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer. Ich möchte der Vollständigkeit halber noch sagen, wegen der Transparenz, dass Sie Gemeinde- und Kreistagsmitglied sind für die AfD in der Sächsischen Schweiz. Das